Rufus? Rufus, alles klar bei dir? Nichts ist klar. Du und ich, wir haben mal die Welt gerettet. Nun, diese blöde, knotendorfe Zeitmaschine. Ich dachte, wir könnten damit alles noch besser hinbekommen. Ohne, dass ich am Ende in den Tod stürze und so. Aber jetzt ist alles noch viel schlimmer. Und das Beste, auf das ich hoffen kann, ist, die alte Version wiederherzustellen. Elysium wird fallen, du wirst mich hassen. Oder Fulox werden über den Planeten herrschen. Klingt so, als hätten wir viel durchgemacht. Oh ja, das kann man wohl sagen. Dann habe ich gute Nachrichten. In diesem Zeitstrang hasse ich dich noch nicht. Im Gegenteil. Ich finde das alles sehr aufregend. Zeitreisen, Fulox, Fallschirme. Dabei hat der Tag gerade erst angefangen, wenn ich bedenke, was morgen noch alles passieren könnte. Dafür müsste es erst einmal ein Morgen geben. Klingt für mich nach Abenteuer. Dann wasch dir mal die Ohren. Wir wissen ja nicht mal, wo wir hier gelandet sind. Wie sollen wir es denn bis heute Abend nach Kuvak schaffen? Dann ist es halt knapp. Na und? Ist das wirklich ein Grund, dich in einem Erdloch zu verkriechen? Nimm dir mal ein Beispiel an diesem McChronicle. Der würde bestimmt niemals aufgeben. Wie bitte? Also das ist schon mal die Höhe. Wenn ich eines niemals tue, dann ist das... Au! Au? Geben. Wen juckt es schon, dass Elysium jetzt Fulox verseucht ist? Oder dass wir alles verändert haben, was Deponia vor der Sprengung bewahrt hätte? Hauptsache ist, ich lebe noch. Alles andere ist unwichtig. Ich wollte nach Elysium. Check. Ich wollte die Welt retten. Check. Na gut, sie war schon mal geretteter als im Moment. Aber niemand kann mich zwingen, den ganzen Käse noch einmal durchzustehen. Alles, was ich tun muss, ist diesen dämlichen Zeitloop zu durchbrechen. Nach vorne blicken. So lautet die Stickerei auf meinem Familienkissenbezug. Das ist die richtige Einstellung, glaube ich. Also, wo geht es nach Kuvak? Schaut mal, Kinder, es ist Kifke, das verschollene Mitglied der Meißelmännchen. Hier liegt Rufus, Weltenretter, Spionage-Cowboy, Hinternmodel. Das ist unglaublich. Ich habe doch extra prüfen lassen, ob ich einen Namensvetter im Hinternmodel-Business habe. Sonst hätte ich doch niemals die ganzen Flyer gedruckt. So ein lahmer Haufen. Wird Zeit, dass ein bisschen Rufus ins Spiel kommt. Oh, ein langer Zeit. Huhu, ihr da. Wisst ihr, wo es nach Kuvak geht? Kuh, was für ein Ding? Kuvak, ein Dorf südlich von Busa-Westvok. Klingt nicht gerade nach dem Nabel der Welt. Ist es aber. Unnütz und voll ekliger Fussel. Wie auch immer, ihr seid hier falsch. Bis Busa-Westvok sind es bestimmt 4 Tagesmärsche. Selbst mit einer Schrottkarre bräuchte man einen vollen Tag. Ich hab keinen vollen Tag. Dann vergiss es. Hier gibt es gar nichts. Ein paar Stunden flussaufwärts kommt man nach Porta Rustica. Wenn dich jemand mitnimmt, schaffst du es vielleicht. Bevor McChronicle in Richtung Kuvak aufbricht. Aber natürlich. Hast du das gehört, Goal? Es gibt noch Hoffnung. Jetzt müssen wir nur noch McChronicle finden. Und jemanden, der euch ein Boot leiht. Vielleicht findet ihr ja eines auf dem Jahrmarkt dahin. Auf dem was? Ich glaube, ich habe McChronicle gerade gefunden. Was liest du da? Das ist die Hats, ein Modemagazin für Hüte. Brauchst du es noch? Okay, dumme Frage. Schaut mal, Kinder, es ist Kifke, das Ah, da bist du ja wieder. Es funktioniert nicht. Kennen wir uns? Ich dachte schon. Das wüsste ich aber. Ich kann mich sogar an Dinge erinnern, die noch gar nicht passiert sind. Hm.
Dann funktioniert es vielleicht doch. Was funktioniert? Das Prophetentum. Ich sehe Dinge voraus. Na, willkommen im Club. Und ich spreche mit unserem Schöpfer. Verlassen Sie umgehend das Clubgelände. Keine Sorge. Im Augenblick tue ich weder das eine noch das andere. Meißelblockade. Ich hänge beim 4/3 Gebot. 4/3? Ja, das dritte ist etwas länger geworden. Na und, wen juckt's? Nun, der Platz auf dem Stein ist begrenzt. Dazu kommen die hohen Lokalisierungskosten. Und trotzdem redest du und redest du. Man könnte fast von Labern sprechen. Ursprünglich sollten es nur 3 Gebote werden. Aber ich habe das Gefühl, mir fehlt noch ein guter Abschluss. Glück im Unglück. Du bist genau an den richtigen geraten. Wie wär's mit, du sollst nicht langweilen deinen Nächsten? Ich weiß nicht. Manche Leute können das gar nicht beeinflussen. Sigi aus meiner Knettherapie zum Beispiel redet ganz häufig über Arbeitskollegen, die... Hörst du mir überhaupt zu? Ich würde das Schwarze nehmen. Und das Blaue? Wie wär's mit, du sollst nicht jenen, die beeinflussbaren, schlichten Gemütes sind, dein Weltbild aufquatschen? Auf keinen Fall. Genau das ist doch mein Plan. Ach ja. Wie wär's mit, du sollst großzügig Hammer und Meißel an Fremde verborgen? Ha! Guter Versuch. Wie lautet überhaupt dein drittes Gebot? Mach niemals mehr als 3 Gebote, es sei denn, das dritte endet mit... Ja? Das war's. Oh, verstehe. Wie wär's mit, niemals sollst du Dinge in Stein meißeln? Oh, das gefällt mir. Es ist... prägnant. Und es hat dieses selbstironische Augenzwinkern, das man sonst nur im Titel von Hip-Hop-Alben findet. Und? Was sagst du? Perfekt. Das muss das Publikum erfahren. Er sieht aus wie jemand, der unter einer Brücke pennt. Aber woher hat er dann die Gardinen? Meine Damen und Herren, ich bitte um tosenden Applaus, Mumu, Wuwu und Kikeriki. Für Obdach Moses! Wuhu! Niemals sollst du Dinge in Stein meißeln. Ja, das ist gut. Der perfekte Abschluss der Reihe. Ich finde, er sollte noch so eines machen. Wirft es euch nicht zu viele Fragen auf? Was ist beispielsweise aus diesen Nächsten geworden? Die tauchen im 2. Gebot auf und werden nie wieder erwähnt. Wie ich's mir gedacht hab. Vielleicht hättest du es nicht meißeln sollen. Jetzt brauchst du noch ein Gebot, um dich mit deiner Community wieder zu versöhnen. Ich wollte doch nur geliebt werden. Das ist Goals Position. Ich würde ja tauschen, aber links ist einfach nicht Goals Schokoladenseite. Die Kamera liebt mich. Sie kann es nur nicht immer zeigen. Hier läuft gar nichts. Irgendwas scheint zu fehlen. Ein Fach für paramechanische Bauteile. Stromumkehrer, Verstärkungsglieder und so. Mir fallen auf Anhieb 1000 Verwendungsmöglichkeiten für dieses Gerät hier ein. Und die allerwenigsten haben mit Bowlingkugeln zu tun. Ein merkwürdiger Zeitvertreib. Andererseits ist das Wort Zeitvertreib an sich schon merkwürdig. Als wäre die Zeit ein böser Geist oder so. Man sieht sich immer zweimal im Leben. Das hier ist Nummer -1.
Verschwinde. Ich habe geschlossen. Moment mal, ich kenne dich. Du bist doch das Pfeifenkopfmännchen. Der Wahrsager aus Porta Fisco. Ohne Glatze hätte ich dich kaum erkannt. Du irrst dich. Ich war nie in Porta Fisco. Und eine Glatze hatte ich auch nie. Ja, weil es noch nicht geschehen ist. Bis auf die Glatze. Du solltest dazu stehen. Aber wir werden uns noch mehrmals über den Weg laufen. So weit ist es also gekommen. Jetzt kennt schon jeder dahergelaufene Hans Franz die Zukunft besser als ich. Warum so muffelig? Irgendwer hat mir meine Kristallkugel geklaut. Jetzt kann ich nicht mehr hell sehen. Nicht mal ein kleines bisschen? Ich hätte da nämlich ein, zwei Fragen. Dann besorg mir eine neue Kugel.